Hallo und herzlich willkommen bei D-Motor, Ihrem Automagazin bei D-Max. Wir zeigen Ihnen neueste Technologien und nehmen neue Wagen genau unter die Lupe. Doch nicht heute, denn diesmal zeigen wir Ihnen keine neuen Sportflitzer aus dem Hause Ferrari oder Lamborghini und auch keine Nobelkarossen à la BMW, Audi oder Mercedes-Benz. Wir zeigen Ihnen heute ein Auto, das schon seit gut 45 Jahren über die Straßen Deutschlands rollt. Wir zeigen Ihnen heute den Barkas B1000. Im Produktionszeitraum von 1961 bis 1991 wurden ungefähr 180.000 dieser äußerst vielseitig einsetzbaren Automobile von Hand hergestellt. Um der Vorlage gerecht zu werden, ein Automobil zu bauen, welches multifunktional einsetzbar sein soll, wurden nach und nach immer mehr Modellvarianten eingeführt. So gab es letztendlich nicht nur Busse, sondern auch Krankenwagen, Kastenwagen, Pritschenwagen und Feuerwehrfahrzeuge, wie das neben mir. Wer im Innenraum Radio, Klimageräte oder verstellbare Sitze erwartet, wird enttäuscht. Auf normalen Stoffsitzen, die fest eingebaut sind, darf der Fahrer Platz nehmen. Der erste Blick schweift dabei über das praktisch angeordnete Armaturenbrett. Der Tacho geht zwar bis 150 km/h, bei einer möglichen Höchstgeschwindigkeit von gut 95 km/h ist das aber Nebensache. Die simplen Dreh-, Schiebe- oder Kippschalter sind aussagekräftig markiert und nur die wichtigsten Funktionen zuständig. Obwohl die Innenverkleidung fehlt, ist im Innenraum Platz für 8 Personen oder 4 Gepäck. Beim Motor wurde wieder auf bewährte Zweitakttechnologie gezählt. Wie bei einigen Wartburg-Modellen kam auch hier ein Dreizylinder-Zweitaktmotor zum Einsatz. Wird dieser erst einmal gestartet, kann man schon erahnen, welchen Fahrspaß solch ein Fahrzeug bringt. Die 100er-Marke bricht ein Barkas zwar nicht, aber durch die frontlastige Gewichtsverteilung hat der B1000 zwar ohne Servolenkung ein hervorragendes Einlenkverhalten. Die alten Blattfedern sorgen eher dafür, dass der B1000 sehr schwammig unterwegs ist. Alles in allem ist der Barkas B1000 für heutige Verhältnisse sehr veraltet. Aber trotzdem kann man mit solch einem Wagen die Blicke auf sich ziehen. Und er wird noch weiter über Deutschlands Straßen rollen. Soweit war es dann von uns und ich würde mich freuen, wenn wir Sie nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen.